So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Herzlich willkommen und wir müssen über ein paar Themen sprechen, die ich soweit für euch rausgesucht habe. Als erstes gehen wir jetzt darauf ein. Wir haben jetzt gerade heute Freitag, den 31. Juli und morgen dementsprechend ist der 1. August und dort findet die sagenumwogene Demonstration bzw. Kundgebung in Berlin statt. So eine Demo. Ich bin der Letzte, der hingeht und ruft dazu auf, bei Demos mitzumachen, der aufruft, Petitionen zu unterzeichnen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das möchte ich hier nochmal ganz klar herausstellen. Ich berichte aber über so etwas gerne. Und ich habe auch darüber schon berichtet, dass diese Demo stattfindet in einem meiner Videos. Und genauso möchte ich jetzt darüber berichten, was der Tagesspiegel hier für einen Artikel geschrieben hat. So heißt es hier, Zitat, C-Leugner und Rechtsextreme rufen zu Großdemo in Berlin auf. Mindestens 500.000 Teilnehmer meldeten die Veranstalter für einen Protest im Tiergarten am Samstag an. Wenn weniger kommen, dann ist Merkel schuld. So wird wohl behauptet, nämlich hier, dass Merkel soweit, wie war das? Ach, die Züge dann irgendwie verhindern wollen würde, dass die da hinkommen. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, hier wird sehr, sehr viel versucht im Vorfeld schon, weil man weiß ja eigentlich gar nicht, was auf dieser Kundgebung, auf dieser Demonstration dann gemacht werden soll. Was soll da kundgegeben werden? Ne? Also da muss man ja eigentlich so eine Demonstration mal abwarten, wie ich finde. Das hat man ja bei anderen Demonstrationen soweit in Deutschland auch immer gemacht. Erstmal abwarten, was die Leute, die dorthin gehen, soweit zu sagen haben, sich das erstmal anhören. Das finde ich, ist schon mal der erste Schritt, den man machen sollte, bevor man hier eine sogenannte Vorverurteilung macht. Und genauso, dass jetzt hier irgendwie die Leute als Leugner und Extreme bezeichnet werden, finde ich sehr, sehr schade, dass natürlich hier so eine Assoziation da passiert, dass da angeblich jetzt 500.000 irgendwas Radikale da auftauchen oder sonst was. Ich war bei zahlreichen Demos in diesem Jahr selber dabei, auch in Köln unter anderem, und habe einfach gesehen, es ist der Durchschnittsbürger aus diesem Land. Es sind ältere Leute, es sind jüngere Leute, wirklich sehr junge, also Jugendliche, die dabei waren. Es sind, was weiß ich, große, kleine, dicke, dünne, hellhäutige, dunkelhäutige, unterschiedlichster Couleur, diese Leute, die bei diesen Demos teilgenommen haben, denen es einfach, ich sag mal, negativ aufstößt und die kritisch hinterfragen, ob die Maßnahmen, die unsere Regierung gerade in der großen C-Krise hier aktuell vorgenommen hat in den letzten Wochen und Monaten, ob die gerecht sind oder nicht. Und das steht uns zu. Das steht im Grundgesetz, Leute. Warum wird hier so eine, ja, so eine Kampagne schon direkt gestartet, bevor das Ganze eigentlich erst stattgefunden hat? Leute, wenn hier ein Aufmarsch von was weiß ich wirklich irgendwie, wirklich tatsächlich Radikalen da passieren sollte, die ganz schlimme Erinnerungen in uns wecken von vor 80, 90 Jahren, keine Frage, das ist zu verurteilen, aber das kann man vorher nicht wissen. Also das finde ich, passt einfach irgendwie nicht zusammen. Aber schreibt eure Meinung unten rein. Werdet ihr bei dieser Demo teilnehmen? Wie sieht das bei euch aus? Was habt ihr da genau vor? Ja, Freunde, als Nächstes kommt mal wieder hier der Herr Lauterbach zu Wort. Und er ist ja der SPD-Gesundheitspolitiker. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum ihm so viel Gehör geschenkt wird. So sagt er nämlich jetzt hier, wir wären auf dem Holzweg mit dem Umgang der Pandemie. Und sagt weiterhin, wir hecheln der Pandemie erfolglos hinterher. Wir müssen schneller werden. Ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wenn ich mir beim RKI auch die Zahlen angucke. Nochmal, die Zahlen sind Infektionszahlen, das heißt aber nicht Erkrankzahlen. Ne? Das ist ein großer Unterschied. Und er sagt hier, statt jedem Einzelkontakt nachzutelefonieren, um die Kette soweit nachzuvollziehen, sollten sich die Ämter alleine auf die sogenannten Superspreader konzentrieren. Ja, und die dann halt in Quarantäne schicken, nehme ich an. Das wäre dann sein Vorgehen. Leute, bei welchen Sachen, ich habe mir eine Notiz gemacht, wo er überall falsch gelegen hat, was er in den letzten Monaten eigentlich gesagt hat. Und er erinnert mich auch immer mehr an Greta Thunberg, denn er macht einfach Panik. Er macht einfach Panik unter der Bevölkerung, habe ich das Gefühl. Und da sind aber so wirklich fundierte Sachen nicht dabei. So hat er nämlich zum Beispiel hier gesagt, steigende Zahlen zu Ostern, zu Pfingsten und zum 1. Mai sollten eigentlich kommen. Wenn ich mir die Daten angucke beim RKI, ist das definitiv nicht der Fall. Punkt. Dann weiterhin, so wie er das prophezeit hat, müsste er eigentlich auch schon halb oder gesamt Mallorca, Berlin, Hamburg und andere Städte komplett infiziert sein, besonders nach den Black Lives Matters Demonstrationen. Habe ich auch noch nichts von gehört, dass da jetzt so ein krasser Ausbruch passiert ist. Also ich frage mich, aus welchem Grund
aus welcher Basis er sein Wissen da versucht zu beziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das einfach nur bescheuert, weil er hat natürlich Gehör in unserer Presse, wie wir immer wieder mitbekommen. Und dadurch lesen das natürlich viele Leute. Und die sich nicht weiter mit diesen Sachen dann beschäftigen, die lesen nur, oh krass, nee, da wieder, oh hier großer Infektionsherd und so weiter. Das ist halt verrückt. Und genau so entwickelt sich nämlich jetzt, meine Überleitung dazu, der zweite Ballermann quasi. Und der zweite Ballermann wird nämlich jetzt hier der Goldstrand. Und der liegt ja in Bulgarien. Und so heißt es hier, der Sauftourismus ist umgezogen vom Ballermann an den Balkan, zum Beispiel an den Goldstrand in Bulgarien. Auch hier heißen die Partystätten Bierkönig oder Megapark. Der Alkohol fließt in rauen Mengen durch bunte Strohhalme. Ja, und hier wird versucht, wieder genau so ein Bild darzustellen, wie es auf Mallorca getan wurde. Ne, wissen wir ja, dass da Bilder verwendet wurden, die halt älter sind, die halt nicht aktuell sind. Und hier heißt es dann auch weiterhin, in einem Tagesspiegel-Artikel, zack, 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 ruf mir das gerade nochmal auf, Bilder wie aus Mallorca. Und dann werden hier Bilder gezeigt in den Artikeln, wo zahlreiche, viele Touristen zusammenkommen. Und das muss man hier ganz klar relativieren, denn die Bilder, die bei Mallorca genutzt wurden, wie gerade erwähnt, sind schon Jahre alt. Also man kann sich ja selber einfach informieren, entweder man reist selber nach Mallorca oder man guckt sich Live-Webcams an, diese Technologie besitzt die Menschheit zum Glück und dann sieht man einfach oder auch in Livestreams oder auch in YouTube-Videos von Leuten, die dann eine Tageszeitung ins Bild halten, Achtung, wir haben heute den so und so vielten, ich gehe jetzt live mit euch hier spazieren durch Mallorca, guckt's euch an. Hier sind nicht so viele Leute, wie hier behauptet wird. Und hier wird auf Abstände eingehalten etc. Also hier passiert wirklich ganz, ganz viel Komisches, wie ich es empfinde aktuell. Weiterhin, nächstes Thema. Ja, Freunde, nächste Hiobsbotschaft und gegebenenfalls dann wird Armin Laschet mal wieder den Lockdown ausrufen. Könnte nämlich mal wieder sein. Das ist wieder mal bei mir hier in NRW. Diesmal im Kreis Kleve. Also auch alles, so ich sag mal, 80 oder 100 Kilometer von mir ungefähr entfernt, ein Bereich. Und wir erinnern uns, Kreis Gütersloh war im Lockdown, wurde dann aber gerichtlich aufgehoben. Wurde gesagt, nein, das Ganze ist unverhältnismäßig. Und zugleich haben wir ja gestern darüber gesprochen im Video, was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, dass rausgekommen ist, dass wer auch immer, ob es der Kreis war, das Land war, wer auch immer oder die Stadt bei Gütersloh und so weiter, dass dort falsch an die Tönnies-Mitarbeiter Bescheide verschickt wurden, yo, sie sind infiziert. Und das muss man wirklich hier ganz klar nochmal rausstellen. Da muss recherchiert werden, wer ist dafür verantwortlich und da muss was passieren. Das kann nicht ohne Folgen bleiben, ganz klar an der Stelle. Denn diese Leute waren zu Unrecht 14 Tage in Quarantäne eingesperrt, teilweise länger, kürzer. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Jetzt kommen wir auf die eigentliche Nachricht. 54 C-Infizierte nach Privatfeier. Und das betrifft nämlich hier soweit den Kreis Kleve, den ich soeben angesprochen hatte. Hier hat eine Feier stattgefunden und hier hat sich einer der Gäste soweit als C-Fall gemeldet. Wie auch immer, vielleicht über die App. Ha, witzig. Die funktioniert ja immer noch nicht richtig. Ja. Das kann man keinem Menschen mehr erzählen. Das ist einfach nur verrückt, was hier passiert, Leute. Ja, 111 Leute wurden auf jeden Fall direkt getestet. Und von diesen 111 Getesteten waren wohl dann irgendwie von 98 lag heute am Morgen die Ergebnisse vor. 54 waren positiv, 44 negativ. Und ganz ehrlich, die Hälfte, ja, Hälfte nein, ungefähr, 54 zu 44? Ich glaube es nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auch genau das, was einige Experten ja immer wieder sagen. Diese Tests, diese PCR-Tests kann man halt machen und das ist eine 50-50-Chance, ob du infiziert bist oder nicht. Das ist halt wirklich so. Wie beim Roulette, setz auf Rot oder Schwarz, du hast die 50-50-Chance nach dem Motto. Und wenn jetzt sowieso wieder hier, wie in Gütersloh bei Tönnies gelaufen ist, basierend auf, was weiß ich, auf wir haben hier Muster schreiben und schicken die einfach mal alle raus, sind die ganzen Leute jetzt auch in Quarantäne. Super, das wird ganz, ganz viel bringen. Als nächstes noch was Parteipolitisches und hier geht es im Speziellen um Christian Lindner und Linda Teuteberg, so heißt sie richtig, das ist ja die FDP-Generalsekretärin und bei ihr ist es so,
Ich lese gerade eine brandheiße Live-Ticker-News. Da gehen wir gleich auch noch im Anschluss drauf ein. Ja, also was ich zu Lindner und der FDP eigentlich nur sagen möchte, ich finde es sehr, sehr schade. Er möchte jetzt die Frau Teuteberger loswerden. Man hat neben Lindner, das ist ja das grundlegende Problem meiner Meinung nach von der FDP, keinen oder kaum einen anderen Politiker mehr vor Gesicht. Man bekommt keinen mehr in der Presse auch zu sehen und sonst was. Und genauso ist die Partei FDP einfach in eine Richtung orientiert, als Ja-Sager, als Zustimmer und ist weit entfernt von einer gesunden Oppositionspolitik. Und das ist ein grundlegendes Problem. Das merkt der Bürger und das möchten viele Bürger nicht einfach. Weil wo ist der Unterschied, ob ich die CDU wähle oder die FDP? Die FDP leistet keine Oppositionsarbeit. Dann kann ich auch direkt eine CDU wählen und habe dadurch einfach einen großen Vorteil. Oder wenn ich möchte, dass Oppositionsarbeit geleistet wird, wähle ich halt zum Beispiel eine AfD. Das ist einfach so. Das kann man ja sich an zahlreichen Anfragen am Bundestag, Abstimmungen und so weiter ansehen. Wenn man sich da anguckt, wie viel da zugestimmt wird, wie viel durchgewunken wird, ist einfach nur verrückt. So, die Nachricht, wie gesagt, die habe ich noch nicht gelesen. Da gehen wir jetzt live drauf ein. Live-Ticker C-Pandemie. Nächstes Bundesland führt Maskenpflicht an Schulen ein. Aber wo ist hier diese brandheiße News bezüglich Mallorca-Urlauber? Stand hier was? Ich mache kurz einen Break, lese das und dann gehen wir drauf ein. Okay, sind wirklich nur zwei kleine Sätze. Mehr ist dazu noch nicht bekannt. Das heißt hier erstmal, Bayern führt Maskenpflicht an Schulen ein. Das heißt, Aykut, du wirst eine Maske tragen müssen, wenn du zur Schule gehst. Und erstmals Urlauber auf Mallorca wegen C-Infektion in Quarantäne. Die spanische Region nun auf der Liste der C-Risikogebiete. Ja, das ist krass. Das finde ich wirklich wiederum sehr, sehr krass. Das bedeutet, für Mallorca-Urlaub gibt es dann eine Pflichttest, wenn man zurückkommt. Leute, schreibt eure Meinung zu den Themen gerne unten rein. Ich bin sehr gespannt drauf. Und haut rein, bis zum nächsten Video, bleibt weiter entspannt, abonnieren nicht vergessen, wir haben wieder einige De-Abos seit gestern gemacht, ich kann mir das nicht so ganz erklären, lassen wir das einfach mal so stehen, bleibt weiter entspannt, bis zum nächsten, ciao, ciao.